Hallo liebe Leute, willkommen beim ETS, oder besser gesagt Euro Truck 2 Multiplayer mit dem Teacher Wodka. Und hallo. Wir fahren nach Frankreich, nach Paris. Kannst losfahren, Teacher Wodka. Mach ich schon, Fan. Ja, und wir haben jetzt ab und zu mal Multiplayer zu zocken und dann noch LS13. Wir sind jetzt noch bei der Map dran zum Aufbauen. Eine eigene Map für LS13 und für LS15. Und ja, DJ Podcast, noch was dazu zu sagen? Nein, gerade nicht. Nur, dass ich dich gerade, dir gerade abhaue. Nee, du, ihr habt ja. Von meiner Sicht. So 10 Meter circa. Auf die Autobahn drauf. Kurve. Und ja, wir sind jetzt momentan gucken, dass wir Leute kriegen für unseren TS. DJ Wodka, du fährst ein bisschen zu. Ja, nee, ist klar. Ich bin weggekippt von hinten. Ja, ich hab's eben gesehen. Passiert, ist ja. Ja, du warst zu nah in den Kurve. Also mit deinem Auflieger war auf der Wiese. Also dort, wo so ein Scheiß. Sehe ich nichts mehr, toll. Jetzt wartet hier kurz rüber. Ja, toll, jetzt bin ich darüber gezogen, jetzt vor mir. Weil ich auf der anderen Seite. Das ist toll. Siehst du mir noch? Ja. Sag mir was, wie ich von dir weg bin. Wer fährst du? 90, du? Ja, ich auch 90. Wir fangen gerade an zu beschleunigen. Ja, ich auch. Mit meinem 21 Tonnen. Habe. Ja, und ihr habt 22 Tonnen, ja, eine Tonne mehr als du. Wie schnell fährst du jetzt? 106. Ja, ihr habt jetzt bald 110. Bald. Ich fang gerade an, warm zu werden, ne? Weißt du? Ja. Für meine Rücklichter. Lol. Ja, ihr könnt mein. Ich glaube, ich hab. Mein, ich hab sogar angefangen. Ah, ne. Mach keinen Scheiße. Ne, ja, liebe Leute, wir haben auch noch eine Website, wo wir jetzt dran sind zu aufrüsten und zu bauen und so, dass ihr mal guckt, was bei unserem Website losgeht und wie ihr zu uns hinkommen. Wer fährst du, Fred? 125. 132. Ah, du bist doch ein Affe. 135. Aber da vorne müssen wir gleich wieder runter. Ja, ich fahre jetzt. Okay. Ich gerade auf die Überholung oder nicht? Ja, aber dann bleib du dort. Das... Ich bremse. Oh. Oh, Scheiße! Ich dachte, ich bremse. Ah, mein. Ah, Scheiße. Rückwärts zu fahren wird lustig. Wärst du so kurz auf mir vor, oder wärst du von mir weg? Von der Seite. Oh, Fan, was machst du noch hier für Sachen? Ja, ich hab fest nach die, an dich gedacht, weißt du? Sag ich jetzt mal nichts zu, ne? Ja, du kennst mich. Wir kennen uns schon seit über das Jahr. Du hast ja nur Angst, dass du überholt wirst. Ja, nee, weil ich hab Angst, dass sie dich in deinen Sicht wegbeklauen. Dann kannst du loslegen. Weißt du, ich sage, du kannst loslegen, Bert, bleib nur mit meinem Lichter. Hat was geguckt. Ja, ich fahr. Ja, ich fahr von immer mehr und mehr weg. Ja, okay, jetzt kommst du langsam. Keine Entfernung. Was? Bin noch nicht weit. Ja, in. Nee, ja, weg, sie geguckt. Ich hab die Tabelle auf, dann seh ich das. Ja, okay, genau, ab und zu mal. Dass auch so keine Spinner da sind. Na, wie schnell fährst du? 80. Aber 90 jetzt schon.
Ja, ich hab nur kurz den Gas losgelassen, dass du mir vorfahren kannst. Und ja, Leute, oder meine lieben Zuschauer, ich habe die Correct Edition vorbestellt für LS15, weil ich auch will anfangen zu modden, zu Mods bauen oder Map bauen. Und für das haben wir noch zwei Leute da, wo die Map bauen können. Und für den Überhau ab und zu mal noch. Bisschen abbiegen. Ja, ich hab's gesehen. Ich habe abgebremst, ich wollte dich überholen eigentlich. Ja, jetzt bremse ich ja, aber jetzt geht's nicht so stark umgestellt. Aber Eine? irgendwie. Was? Eine oder was? Nee, ich hab kurz auf die Bremse gedrückt und bin jetzt irgendwie fährt auf 16 runtergeflogen. Wer fährst du? 60. 40, jetzt Sie auch. 70. 80. 90. Oh lol, du siehst mich gar nicht mehr. Doch, ich sehe dich. Okay, sehe ich auch ganz, ganz ehrlich, so kleine Punkte. Das bin ich. Ich bin schon auf 90 oben. Ich war auch 90 jetzt schon. Aber du kannst, glaube ich, momentan nicht. Ja, du kannst momentan nicht, gar nicht mehr aufholen. Sind scheiße. Mein Schlepp. Ja, nee, weil ich komme immer weg und weg von dir. Bin noch nicht weit. Doch, ich bin schon 240 Meter weg von dir. Dann 14. Wie schnell fährst du? Fahre jetzt 110. Ja, ich auch. Und ja, Leute, wir sind beim Euro 2, also Europa 2, weil da sind die Begrenzung weg. Darum fahren wir ein bisschen zu schnell. Ein paar sagen, nee, Fans, mach nicht sowas, du musst realistisch fahren oder so. Boah, ich bremse ein bisschen ab. Nee, was sonst kannst du. Wo ist mir auch? Doch, Wow. wurde ich. Ja, jetzt aber runtergebremst, das mir. War 124. Ja, ich fahre jetzt wieder 100. Fahr aber in der Geschwindigkeit in die Kurve. Ja, jetzt müssen wir wieder sehen können. Ja, jetzt fangen sie mir wieder auf. War auch 130. Ja, nee, ist klar. Ja, 130. 133. Ja, jetzt willst du gucken, ob du mit 33 die Kurve ballern kannst. Runtergepellt. Ja, Du darfst mit der Kurve nie bremsen, du musst die Gas loslassen. Oder vor der Kurve kurz bremsen. Halt an, da vorne. Ja, hab ich auch. Ja, jetzt kommst du wieder. Ja, was soll ich da nur weiter erzählen? Ja, dass der Fan ein verrückter Fahrer ist. Ja, nee, ist klar, Tietje Wodka. Weil wenn ich so seine anderen Videos sehe, fährt er wie eine besenkte Sau, vergisst mal einen Blinker auszumachen oder so. Ja, nee, ist klar. Ja, habe ich schon gesehen. Guck dir da ein Video an. Ja, das kann immer passieren. Geborener Rennfahrer, also bleibt das nie aus. Da musst du mit mir mal GTA spielen. Ja, können wir nachher noch gegen Bock hast. Ja, spiele ich aber auch über TeamSpeak. Was? Spiele ich aber auch über TeamSpeak, dass man sich unterhalten kann. Ja, ich habe da mein Laptop noch. Ja, versteht man dich aber beschissen, das weiß Nee, ihr habt den Headset noch. So, wie schnell fährst du? 115. Jo. Ja, wir sind, also das steht innerhalb 6 Stunden da. Aber Achtung, irgendwo haben wir nochmal so ein scheiß Linkskurve. Und da kommt so enge rechts reinfahren. Da, jetzt. Kommt jetzt so eine
beschissene Kurve. Ja, hier ja, vorne. 130 rein, ja? Ja, ja, ja. Doch, ich. Hier auf der anderen Seite. Da rumkommen, nee, schaffe ich nicht. Ich hab's geschafft mit 125 um die Kurve. 130 war ich. War nur zu dicht auf der linken. Wow! Ey, Alter, ich war jetzt genau auf meinem Rad. Das ist ja übelst eng. Oh, ja, wo bist du? Bist du stehen geblieben oder festgefahren? Ich bin auf der Brücke, ich komme jetzt hinter dir. Ja, weil ich bin schon hier vorne. Boah, ey, Alter, bin ich auf 200 Meter weg von dir. Ich fahre ja vorsichtig hier in der Kurve. 60 Sachen, weil die zu eng ist. Nee, weil ich weiß, weil ich meine Sachen zuerst eingestellt habe. Weil ich genau weiß, wie ich fahren muss. Ein paar Leute müssen die, das Lenkrad kaufen oder Lenkrad reinstecken. Habe ich auch noch stehen. Aber Tietje Wodka. Ja, kennt. Wenn du dein LS15 holst, sollst du dann, wenn den Steuerrad rauskommt, den LS, holst du den auch noch? Oder ich sag so, ey, nee, brauch das nicht. Hol mir die Collect Edition. Ja, ja, ich weiß, ja. Ja, für was? Du fangst an jetzt mal zu morden. Und? Okay, aber wir können dich dir beibringen, eigentlich. Die können wir gegenseitig umsetzen. Ah, wie schnell fährst du? 100. Muss tanken. Ich nicht, ich habe nur voll Tank. Also für 3/4 voll Tank. Wie viel ist dein Tank? Ich bin schneller. Oh! Ja. Ich bin mit 120 draufgeknallt. Mein Tank voll machen, dann kann ich jetzt. Also hast du deinen Tank komplett wieder leer gehabt, oder wie? Viel runter. Ich hab ein bisschen mehr als einen halben Tank noch gehabt. Ja, ja, bei mir nur 3/4 voll. Ich denke irgendwo. Ja, jetzt geht's. Ja, das ist auch für dich auch. Aber du hast Glück, dass wir nicht auf Singleplayer spielen. Warum? Den Gegenverkehr. So, ja. Alter, das sperrt jetzt meine Sicht auf. Welch? Ja, du. Besser. Alter! Ja? Ja, das sperrt meine Sicht. Du hast jetzt mit dem Spiegel. Wer fährst du? 80. Ich jetzt auch. Sonny geht erst. Jetzt geht's gleich bergab. Ja, und wie kann der Gas geben? Dann mach ich jetzt sowieso. Oh, scheiße. Ja, ey. Bin du voll gefolgt? Okay. Ich hab's gesehen. Wow! Ja, da war Glück. Da war zu viel Glück. 100 fahr ich jetzt. 108. Fünfeinhalb Stunden. Ja, ja. Dann geben wir jetzt mal Gas. Wodka gibt jetzt Gas. Der fängt erstmal meine Rücklichter und den Staub, den er fressen darf. Nee, ich bin schon vor dir auf meiner Ding. Du siehst dann morgen eine Ace oder den Video. Wow, 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 wow. Nein, du bist noch hinter mir, ich seh's. Ja, jetzt bin ich wieder hinter dir, weil ich mit dem Post verwickst habe in die Kurve. Wir müssen gleich auf der Autobahn. Jo, da kann man wieder durchblättern. Ich hab schon Blinker gesetzt. Für was? Bin anständiger Verkehrsteilnehmer. 120 und geh auf die Auffahrt zu. Ja, ja, dran weiter. Ah. Ich komm sogar bei dir vorbei, Alter. Guck, wie dir vorbeifahren. Ja, den muss ich geb dir mal nach meinen Daten durch von meine Einstellung. Dann hast du weniger Schwierigkeit beim Fahren. Ist das gut oder nicht gut? Ja, wir müssen mal gucken. Ich will erstmal jetzt bergauf kommen. Ich bin schon auf der Autobahn. Oh. Nach 300 Meter entfernt.
Ah, jetzt wird der LKW wieder warm. Aber wenn's neue, wenn's engend, ja, ich hol mir schon die neue Teamspiel. Die neue Truck-Ding. Markangelo Truck oder sowas. Wo jetzt rauskommt. Weil ich so, wie ich so gehört habe, das soll auch noch gut sein. Aber ich warte, bis die Videos rauskommt. Von dem. Wenn der gut ist, kann ich immer den noch. Weil jetzt einfach den Battlefield 4 Premium vorbestellt jetzt noch. Den sollte ich morgen oder übermorgen haben. Oder in der Woche. Kann ich auch so anfangen zu zocken. So, bin hinter dir. Ja, ich hab's gehört. Ich bin wieder mal verpennt. Ganz blöd. Wie schnell fährst du? Gleich 100. Ja, dann fahr mal kurz langsam, aber bleib bei 100. Weil ich bin bei 70. 96 ist Tempo drin. Alles klar. Sorry, Leute. Ja, morgen tun wir wahrscheinlich noch mit dem Lars noch die Aufnahme machen. Weil er will auch unbedingt ETS Multiplayer zocken. Bleibst du? Was? Bleibst du? Ja, ich bin schon hinter dir. Ja, kannst du wieder Gas geben? Gib Gas, gib Gas! Der Motor ist gerade ausgegangen. Wieso? Motor kaputt. Oh, oh, nee, oder? Schaden von 23%. Anhänger 35%. Oh Gott. Okay, ich bin schon überall ein bisschen rumgeballert und Anhänger einfach auf 1% und den LKW noch 0. Und normalerweise geht das gar nicht. Jetzt kommst du wieder. Ich fahre gerade 86, 87, 88, so. Ja, wir haben nur 4 Stunden, dann kannst du deinen Tor, das dann explodieren, reparieren. Jetzt bin ich im 100er Bereich. Jetzt gibt's. Ja, ich auch. Lass mich wieder ein bisschen Gas weg. Schnell? Ja, ich geb hier wieder Gas. 220. Ja, toll! Was? Mein Motor ist gerade ausgegangen. Geh nix, geh nix. Ja, wenn ich bis aufgepasst hätte, ist das für das Problem nicht gehabt. Alter Schwede. Du sperr jetzt nicht meine Sicht, du Affe! Ich fahre nur 130, 135 hier. Bleibst du? Ich bin mit 130 Kamera unterwegs. 130? 130. 140 jetzt schon. Ich komm jetzt gleich. Es kommt einer uns entgegen, aufpassen. Ja, auf der anderen Seite. Wie schnell fährst du? 142. 135. Und 3 Stunden. Wow, 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 wow. War doch was schon dran. Alter, was machst du? Arsch, erschreck mich nochmal. Ja, mein Motor ist auf einmal ausgegangen, jetzt schon wieder. Mit auf der Autobahn. Ja.
Ja, bei 65%, ne? Oh, du bist jetzt weg. Ja, dann halt an. Halt jetzt das, ich fahr jetzt das wieder los. Sehr heftig hier. Wie ist auf der Leitplanke reingedauert? Ja, mein Motor ist jetzt ausgegangen, deswegen habe ich nichts mehr gesehen. 145, weiß dann geht der Motor aus. Auch die blöde Maut. Er ist da, ich fahre mittig. War doch Beschleunigung gewesen, ne? Band? Ja. Der Motor ist aus, ich stehe auf der Mautschranke. Oh lol. Der erste Schritt, wenn ich die Ware weggebracht habe. Ja, der Motor. Ab zur Werkstatt Motor reparieren. Ja, oder wenn die Werkstatt gerade in den Weg steht, in den Weg liegt, dann können wir auch kurz anhalten. Nein, ich bin fair. Ich mache erst die Ware wegbringen. Wer fährst du? 60. Gas. Ich glaube schon wieder mit 85 an. Ja, ich habe die ganze Zeit nachgeguckt. Schaut sie mich bei der nächsten Klappe raus. Ja, bei der nächsten Mist. Oh. Ja, toll! Ja gut, dann mal. Mein Motor ist gerade ausgegangen. Bei voll 100, weißt du? Hier wird ja schon mehr in der Sicht der Arsch. Ja. Ist auch noch so eine blöde Kurve, ne? Ja, jetzt müssen wir da rein. Warte, ich nur das so wieder. Mein Motor ist eh gerade ausgegangen, also. Ich komm genau auf die Kurve mit 50 hoch. Würde ich auch schaffen. Ja, wenn du dein Motor ganz wäre. Hier. Oh nee, nicht nochmal scheiß Mount. Oh man. Für Mount Bridge mach ich jetzt. Warte, ich fahr bei der Mount drauf und dann alte fahren und den Motor. Er hat 8 Euro bezahlt. Ah, du. Auch bei einem Maut gleich. Kommst du? Langsam, aber ich komme. Ja, wir haben noch zwei Stunden noch Zeit. Dann sage ich dir, wie lange das ist. Aber normalerweise solltest du immer 15 bis 12 Stunden aufnehmen. Dass die Zuschauer zuschauen können. Schon wieder bei 90. Auch gleich bei 90. Ja, weil ich lasse ein bisschen zurück, weil das du wieder nicht sind. Die ganze Zeit. Ja, aber das war wieder in der Nähe von mir, weißt du? Ich sage mal, wenn ich die morgen hochlade, sagt die, ey,
Deutsche Sprache ist schwer, spannender, weißt du? Was? Motor wieder ausgeschaltet. Ja, dann darf man ins Gebüsch. Lol. Also, es muss so lang mit Gas geben. Mal rauskommen, das Jan. Ah, Scheibe. Weil wir sind mit Freunden, wir warten auf der eine andere. Nicht so wie Christine Leuchte da. Ich bin gerade mit meinem Gast, dass ich da wieder rauskomme. Ja, ich kann sie nicht retten. Mehr. Ich, weil wir nicht beim Euro 1 sind. Dann hätte ich versucht rauszustoßen oder rauszuziehen. Kommst du wirklich nicht weg, oder? Ja, Moment. Lass mal meinen Motor wieder anklingen, ne? Weißt du was? Komm, guck du die. Ich lass mich in die Werkstatt bringen. Okay. Wo bringt er dich hin? Seh ich gleich. Steht nirgendwo. Wie steht nirgendwo? Warte, guck jetzt gleich von mir. Nach Lille bringen. Du bist vielleicht von Lille. Wahrscheinlich. Ach du meine. Bist du auch in der Werkstatt? Nee. Wo bist du jetzt? Ich brauche noch 3 Stunden. Ach du Scheiße. Ja, ich bin Lille. Ja, ich weiß eben. Dann guck, hör mal kurz zu. Ja, ich geb doch schon Gas. Nee, du zeig dir an, von der Werkstatt aus nach links fahren und dann beim Kreis nochmal beim Dreieck ausfahrt oder zeig dir sie. Ich muss jetzt am Kreis links rum. Warte, ich hab einen anderen Weg, wo die Abkürzung ist. Ja, jetzt bin ich auf der Autobahn gleich. Ja, und dann musst du, bei der Autobahn musst du rechts raus, dass du rechts fahren kannst. Du musst nicht links über die Mauer, die Dinger fahren, über den Mountain. Du kannst ohne Mountain durchfahren. Ich tue das nicht. Ja, aber ich könnte dir zeigen, ich könnte dir erklären, wie du da zu mir hinkommst, ohne dass du die Mountain hast. Ja, ich bin jetzt links, jetzt geht's gerade zweispurig. Ja, du fährst wieder runter, musst da rechts raus, dann kommst du gerade beim ersten Mount rein, dann weiter und kommst beim zweiten Mount rein und dann bist du bei mir. Und ich hätte dir ein bisschen Umweg gezeigt, aber du hättest nie ein Ding gehabt, aber ein Tankstelle ist du in der, bei unterwegs gehabt. Also vor mir an dem Ding. Halt. Ich bin halt die Mountain. War doch schon wieder 90. Ja, aber. Und die Aufstellung gebe ich dir nachher auch, wenn wir alleine sind. Und die Leute, bist du wieder die Aufstellung haben, die sagen, ey, das ist. So, ich fahre jetzt rechts ab. Rechts ab? Ja, du kommst du vor A2. Genau. Dann kommst du gerade auf die Mount zu und dann bin ich da A26. Warte da, wo du jetzt bist, dann. Ja. Ja, die Warnblinker drin. Mach Motor aus. Ja, weil wir sind von Frankreich zu weit weg gewesen. Aber normalerweise müsst ihr auch die Frankreich fahren. Wenn nur eine Stunde in der Nähe fahren, ne?
Ja, glaub mir müssen, ja, genau. Aber ich finde keine Logik, dass uns dort einen Lil hinbringt. Ja. Oder drei fahre ich auf die Maut zu. Patrouillen. Ja, wahrscheinlich musst du dein Ding bremsen, die Steckbremse ein bisschen erhöhen, dass er fast stehen bleibt. Aber ich muss sonst mal für dann kurz bei WhatsApp kann ich erst sonst schnell die Fotos schicken, die ich bei mir habe. Dann kann sein, dass du dann ein bisschen besser feuerst als jetzt. So, und jetzt gebe ich wieder Gas. Kann ich wenigstens den Gas geben? Und mein Anhänger hat richtig Schaden. Genau. 65. Ja, weil ihr habt erkundigt, aber 74,... Du hast gesagt, ich muss an der Maut lang, ne? Bist du jetzt wieder links ab, ne? Ja, beim A26, nicht beim 2, also wenn du beim einen vorbei hast, den wo du bezahlt hast, zeigt dann die zweite und dann weiter unten nach der Tankstelle zeigt dir nochmal eine an. Das sind zwei Mount, also es sind insgesamt drei. Und jetzt beim dritten musst du Und raus. vorhin die erste hochgefahren. Ja, genau. Und ich muss aber geradeaus. Wie geradeaus? Ja, ich fahre jetzt einfach hier wieder die erste hoch. Ne? So wie wir vorhin gefahren sind. Ja, nee, weil nach Mount hast du da A26, der erste Grat, wo du da hast. Und dann Da bin ich weiter die erste unten. hochgefahren. Nee, wir sind beim zweiten hoch. Nein, der erste. Bei mir zeigt den zweiten, beim roten, beim GPS-Anzeige, zeigt mir das zweite an. Weil ich bin bei der Karte. Nein, hier bin ich richtig. Ja, fahr so wie dein Navi. Na, wie gesagt, umdrehen. Ja, nee, ist klar. Ja, zeigt er wirklich. Aber hätte ich jetzt eh noch 4 Euro bezahlt. Ja, wenn jetzt die Theorie aufhält, seht ihr zuerst keine Mount zu bezahlen und zweitens seht ihr sie können durchziehen und fahren. Das wäre viel schneller bei mir gewesen. Ich bin jetzt umgedreht. Alter, wir sind ja bei der Aufnahme, machen wir ein bisschen. Dann mach ich doch. Nee, sieht nicht so aus. Ich müsste einen Auftrag annehmen nach Graz, dann nach Italien, glaube ich, was, und nach Valencia. Dann hätte ich schon fast ganz im ETS2 fast ganz besichtigt. Ich möchte eh noch ein paar Routen noch fahren, dass ich die Geld schütteln kann. Vollgas. So, Ich bin vorher noch nicht lang gefahren, wo ich jetzt war. Okay. Weil es war nicht, waren keine Tankstellen rechts und links. Okay. Aber es müsste normalerweise dann für ihn kommen. Noch mein Jetzt fahre ich hier vorne die eine Kurve hoch. Ja, eben. Dort, wo du aufgetankt hast, auf der linken Seite, dort sind wir vorbeigefahren. Da habe ich vorhin nicht getankt. Doch, da ist ja vorhin wieder aufgetankt. Ja, aber nicht da, ich war noch drüben. Oder weiter oben, ja, genau, wie oben bei A7 wahrscheinlich. Jetzt müsst du langsam dann. Alter, paar bisschen vorsichtig und durch den Kopf. Ich hab schon ein paar Mal den Mirfisch zusammengeschissen. Ich fahre immer vorsichtig. Mit all meinen dicken Zuspielen, das. Wie lange zeigt sie jetzt an? 2 Stunden 7. Was? 2
2 Stunden 7 Minuten. 2 Stunden und 7 Minuten. Dann weißt du, wo du gefahren bist. Hast du schon Mount bezahlt? Beide schon. Warum? Was? Eben, den fährst du wahrscheinlich auf die andere Straße. Ja, woher? Weil ich hab noch eine Stunde und. Was für eine Stunde? Weil jetzt da lang, wo ich vorhin Unfall hatte. Ja, den fährst du so, wie wir vorhin gefahren sind. Kommst du da jetzt ganz eure Teamkurve, ja? Wegen Fan, also auf der Karte oben. Und dann geben wir mal Gas, ne? Also muss ich hier. Richtig, ja, ich seh dich. Ah. Bist du jetzt gerade zu Türke gefahren? Nach Kreuzung, gell? Ein bisschen schnell gewesen. Nee, kein Problem. So langsam mal die Sitzung zu sperrst. So, liebe Zuschauer, sorry, dass den DJ Wodka noch ein paar Fehler gemacht hab. Weil wir ein bisschen. Warten müssen. Hinter mir? Wer bin hinter dir? Nichts im Spiel. Was? Den nichts im Spiel gefällt. Ja, und jetzt? Ich hab ja nur gefragt, ob du hinter mir. Ja, ich bin hinter dir. Wer fährst du? Nein, jetzt kaputt rum noch. Ah, perfekt, kann ich Gas geben. Oh Mann, ja. Schade, ich fahr jetzt 110, ne? Ja, und ich fahr 105. Ich fahr wieder 100. Warum 110? Ja. 120, jetzt bremse ich mal. Darf Kurve für mich das geht. Ich fahr mit 115, 110 und durch die Kurve. Alter, was machst du? Ups. Nee, du bist so die Wiese gegangen. Ja, das kannst du mir nicht so vergessen machen. Du siehst mir gar nicht mehr. Da sehe ich dein Heck noch. Ja, aber ganz wenig. Siehst du mir noch? Ja. Okay. Jetzt ist gerade ein Berg. Von dir ganz so übelst weg. Wow. Wie fährst du? Jetzt wieder 100. Also 90. Ja, 95. Okay, wir sind die Start drin. Und fahre ich trotzdem Vollgas durch. Ja. Aber wieso kannst du mich noch nicht überholen? Oder mir auch auffahren? Wie viel Kilometer steht bei dir noch? Jetzt 16. Wahrscheinlich haben wir die gleiche Auto mal abgebaut. Wohin? Oh. 8 Kilometer noch. Ja, 4. Hier von der Kreuzung ist raus. Okay, du bist jetzt so weit gekommen. Alter, du brauchst auf zu viel. Unfälle. Hallo, weißt du, wann ich das letzte Mal gespielt habe? Alter, wo bist du? Am Laternenpfahl. Da kommst du dort wieder weg? Spiel ich gerade.
Campus gerade. Ja, komm ich. Mit Abschleppdienst. Ja, nee. Was zeigst du dir jetzt an? Aha, warte, wie ist jetzt vor mir? Ich fahr jetzt auch noch nicht direkt in die Werkstatt, ich fahr jetzt einfach erstmal da hinten abladen. Aha, du, jetzt kommst du. Ja, jetzt bei mir nur 2 Kilometer. Null. Wie null? Na, 1 Kilometer. Also muss ich glaube hier. Nee, ey. Hast du deinen Lieferjob gegeben? Den mache ich jetzt. Nein, 1 Kilometer. Ja, du bist von mir wieder weg. Du fährst entweder von mir weg oder du hast einen anderen andere Liefer gemacht. Ich muss jetzt abgeben. Hä, du bist von mir. Wo bist du eigentlich? Komischer Markt. Warte mal, du bist ja vor mir. Hast du dir ausschleppen lassen? Hä? Hast du den Abschleppdienst angerufen? Ja. Ja. Also, wieso hast du mir jetzt gesagt, du bist jetzt vor mir? Also. Hab ich doch. Ja, ich hol dich jetzt gerade auf. Voll ätzend, ne? Da zwei stehen. Ne, ich bin 2. Kann ich einer erstmal von uns parken? Na, der geht gar nicht, schade. Ich hab meine. Ich auch, hatte ich. Abzug für Schaden. 3%. Ja, ja. Das kann mal passieren. Weit in die Werkstatt. So, war kurz die Chavotka. So, ja. Sollen wir schnell von unseren Zuschauern kurz abschieden? So, liebe Leute, wir verabschieden uns und ich hoffe, dass ihr meinen Kanal abonnieren und vielleicht noch einen Arm nach hoch und dann ja bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!